Leute, wir müssen über drei sehr wichtige Sachen reden. Zum einen die Nemesis, die neue Waffe, über das Recolor-Erbstück von Brave und Team Deathmatch in Verbindung mit den privaten Lobbys. Bevor wir aber dazu kommen, natürlich erstmal zum Sponsor, unterstützt vom EA Creator Network, denn das ist die dritte Verlosung für 6700 Coins. In diesem Video zeige ich bzw. sage ich euch, wen ich als Gewinner gezogen habe. Am Ende des Videos und noch gute Nachrichten für zukünftige Verlosungen. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Natürlich nicht in so einem Umfang 6700 Coins jedes Mal, aber ich habe noch fette Sachen von EA zugeschickt bekommen. Zwei Goodie Bags von Apex Legends, die ich ausschließlich auf Twitch im Livestream verlosen werde. Den Inhalt, nicht einen ganzen Sack an einen Gewinner, sondern den Inhalt werde ich schön aufteilen und an ein paar mehr Gewinner verteilen, damit mehr Leute was davon haben. Wer also Bock hat, da auch mal dabei zu sein, wann genau ich die Verlosung starte, lasst euch einfach mal auf Twitch überraschen. Im Video werde ich das sicherlich auch nochmal erzählen. Ganz wichtig natürlich, was müsst ihr tun, wenn ihr gewinnen wollt? Das kennen die meisten von euch noch schon. Ganz kurz nochmal die Checkliste. Abonniert natürlich auf YouTube meinen Kanal. Die findet ausschließlich auf YouTube statt. Die Verlosung für die Coins, ein Kommentar, ein Daumen und in den Kommentaren. Schreibt bitte gerne mal in die Kommentare, was ihr inhaltlich von dem, was ich euch jetzt erzähle, was ihr davon haltet und dann von mir aus in Klammern das Codewort Coins für den Zufallsgenerator und auf welcher Plattform ihr spielt. Natürlich ist Switch auch inbegriffen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Schreibt mir bitte mal eure Erfahrung mit der Nemesis. Ich bin überzeugt, auch wenn ich es nicht weiß oder noch nichts durchgesickert bin, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Waffe einfach zu stark ist. Meiner Meinung nach definitiv OP und ich möchte gerne eure Meinung wissen. Ich habe es im Livestream bei mir jetzt ein paar Mal gesehen. Wir haben auch ungefähr eine knappe Stunde zusammen in den Community Games, zusammen in den privaten Lobbys Team Deathmatch zocken können. Und da haben auch viele auch im Allgemeinen gesagt, diese Waffe ist einfach viel zu stark. Da muss was passieren. Und ich möchte von euch gerne mal wissen, denkt ihr, da kommt ein Nerf? Ist ein Nerf zwingend erforderlich? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, einfach verpackt noch Coins und die Plattform für das Gewinnspiel, ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich nicht so ganz sicher bin, was ich davon halten soll. Das Recolor für Wraith Erbstück kommt definitiv in Season 16. Das sieht geil aus. Im Endeffekt ist es aber meiner Meinung nach nichts anderes als die Aktion wie mit dem Peacekeeper Skin. Jetzt ist aber etwas in den Game Files aufgetaucht, was uns sagen möchte laut Leaks, dass es dieses Erbstück nur und wirklich nur in dem Event zu kaufen gibt. Innerhalb von den 2 Wochen, wie dieses Collection Event stattfindet. Und in den Game Files steht wirklich only Event, das bedeutet für mich, wenn ihr Erbstücksplitter habt oder Erbstücksplitter aufhebt und das Event ist vorbei, wird dieses Recolor oder dieser Recolor, wie auch immer, von dem Erbstück von Wraith nicht mehr im Shop auftauchen. Das heißt, ihr habt nur diese eine Chance in dem Event, das durchzupayen. Und ich bin mir sicher, wenn die Gamefiles stimmen und die Leaks stimmen, wird das für sehr heftige Kritik sorgen und auch da bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Ich finde es ehrlich gesagt nicht geil, ist einfach mal ein Fakt. Und als drittes, was ich gesehen habe, Moment, da muss ich aufs Zocken zurückgehen, schade, ich bin schon rausgeflogen. Aktuell können wir in den privaten Lobbys weder Team Deathmatch noch sonst irgendwas anderes spielen, außer Battle Royale. Kurioserweise ist jetzt Battle Royales auch als Duos wählbar. Das scheint neu zu sein. Und halt der Standard Battle Royale Modus, ganz normal auf den 4 Maps. Team Deathmatch,
Team Deathmatch, Controller und Gunrun sind rausgeflogen. Das ist passiert vor ein paar Tagen. Da habe ich, wie gesagt, gerade live gestreamt, spontan eine Custom-Lobby aufgemacht und da haben wir auf Twitch zusammen gezockt und irgendwann rausgeflogen. Auf einmal ging nichts mehr. Bei manchen ging es noch für kurze Zeit und danach ist es komplett verschwunden. Ich habe seitens Respawn noch kein Statement gehört, was damit los ist. Ob das vielleicht für ungefähr 15, 16 Stunden, wie es im Spiel war, ein Bug war, dass es eigentlich gar nicht drin sein sollte. Vielleicht war es eine kurze Testphase. Ich weiß es leider nicht. Ich hoffe nur ganz fest, dass es wieder reinkommt. Ich hatte nämlich zum Sonntag morgen Abend vor, eigentlich ab 19 Uhr auf Twitch nochmal Custom Games zu machen mit euch zusammen. Team Deathmatch und da hat man wieder eine Menge Spaß gehabt und deswegen weiß ich leider nicht, kommt es wieder, also es wird wieder kommen, aber wann, ich habe kein Statement dazu gefunden, was ich sehr, sehr schade finde. So, inhaltlich sind wir durch, ich möchte euch jetzt den Gewinner präsentieren vom zweiten Gewinnspiel und ganz wichtig, der Gewinner, melde dich bitte, sobald du das siehst, auf Instagram. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir in Kontakt treten können. Und was ich auch dazu sagen möchte, wer mitmachen will und schreibt einfach nur Coins. Ich hatte schon einen Gewinner gezogen. Das war wie so eine Art Stonehenge-Kopf-Comic-Gedöns. Wenn du dich angesprochen fühlst, leider hast du nicht gewonnen, weil du hast einfach nur Coins geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was für eine Plattform, also musste ich leider einen anderen Gewinner ziehen. Also einfach ein bisschen mehr Text, das wäre schon sehr, sehr sinnvoll. Also herzlichen Glückwunsch an Alexander Dornheim. Falls ich für die Coins gezogen werde, freue ich mich natürlich. Wollte schon immer mal ein Heirloom. Ich spiele auf PS5, bin schon knapp 3.000 Abonnenten dabei und freue mich auch auf die Zukunft von Apex Legends. Also, Alexander, ich freue mich für dich. Vergiss nicht, mir auf Instagram zu schreiben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, damit wir in Kontakt treten können. Die Codes schicke ich dann für Gewinner 2 und für Gewinner 3. Die schicke ich spätestens Dienstag, versuche ich die rauszuhauen. Vorher bekomme ich die Codes nicht von EA. Das ist ganz wichtig. Behaltet das im Hinterkopf. Ladies and Gentlemen, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und ich freue mich natürlich, dass ihr so zahlreich an den letzten beiden Gewinnspielen schon teilgenommen habt und ich hoffe, dass er auf Twitch auch mal vorbeischaut, um vielleicht die Chance zu haben, von den Goodiebags irgendwas zu bekommen. Also ich weiß, dass da T-Shirts drin sind, Cappies sind da drin und noch ein bisschen anderes Stuff. Es ist auf jeden Fall mir möglich, 5, 6, 7 Gewinner für irgendwas aus den Goodiebags insgesamt zu ziehen und ich denke, das wird eine Menge Freude werden in den Twitch-Streams und ich gehe auch davon aus, dass ich das auf mehrere Streams verteile, um es einfach ein bisschen spannender zu machen und auch in Zukunft wird es mehr Verlosungen von mir geben. Und bevor ich jetzt mich hier um Kopf und Kragen quatsche, ist das Video für heute beendet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.